Leute, seid gegrüßt, ich bin's, euer Diddy. Diddy, Marius for Shape, und ich scheiße euch, ich scheiße gerade dich, hier bei mir zu Hause in meinem Halloween-Zimmer. Doch recht herzlich willkommen, und ich freue mich echt mega darüber, dass gerade du dir die Zeit nimmst für mein neues Video hier auf YouTube. Ja, zuallererst, ich hoffe, dass es euch gut geht. Mir geht es super gut, denn heute haben wir Mittwoch, den 20. Juli 2022, und heute Morgen habe ich die Nachricht erhalten, dass endlich Halloween Ends, ja, heute, ja, der erste Trailer offiziell released worden ist, sogar auf deutscher Sprache, und ich feiere das. Ich habe diesen Trailer bis dato jetzt heute Abend noch nicht gesehen. Ich hatte heute Morgen mehrere Nachrichten bekommen von Freunden, beziehungsweise auch bei uns in der Gruppe war ich, glaube ich, der Erste, der darum gebeten hat, nicht zu spoilern, mir nichts zu verraten, ja, bezüglich halt eben wegen dem Trailer, den mag ich halt eben heute jetzt zusammen mit euch hier anschauen. Ja, ich habe mich den ganzen Tag auf der Arbeit dermaßen gefreut, und ich kann es echt kaum erwarten. Der letzte Halloween-Teil von Blumhouse Production in Kooperation mit John Carpenter, ja, Halloween Ends, der dritte Teil der Reihe. Boah, ich krieg richtig Gänsehaut. Sieht man das, wenn ich alleine schon darüber rede, wie ich mich freue über diesen Trailer. Und ich habe halt eben hier mein zweites Handy, ich habe hier halt eben dann Kopfhörer, und ich habe mir auf jeden Fall was Eiskaltes zu trinken geholt. Die Sherry Coca-Cola, I love it, die war eben noch sogar hier bei mir im Eisfach. Sieht man das, wie hier das Wasser hier runterläuft? Ich würde sagen, ich werde diese Dose halt eben jetzt auch mal hier öffnen, mir mal einen Schluck gönnen, bevor das Video jetzt starten wird, denn ich möchte halt eben, oh, tut das gut. Boah, das merkt man hier, direkt die Speiseröhre, ne? Erstmal ein bisschen befeuchten mit kaltem Wasser, beziehungsweise mit kaltem Getränk, der Coca-Cola. Und auf jeden Fall, ich möchte halt eben diesen Trailer zusammen mit euch jetzt mal hier bestaunen. Dafür tue ich halt eben jetzt mal meine Kopfhörer hier reinstecken. Und dann geht's auch jetzt gleich los. Ja, ich werde, denke ich mal, hier oben im Bild gleich parallel den Trailer einspielen. Ja, und ich bin schon echt mega gespannt, Leute. Es ist echt nicht mehr lange, ja, bis wir Oktober haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ne, abgesehen vom schönen Wetter da draußen, von der Bullenhitze derzeit, freue ich mich derbe auf den Oktober, wenn die Tage halt eben dann kürzer werden und die Nächte auf jeden Fall länger. Mein Bruder ruft gerade an. Ach Gott, Christian. Moment. Ja, Christian? Ja, Autos, Fenster zu. Es regnet, ne? Es donnert, ich weiß. Alles gut. Christian, ich bin gerade hier im Video am machen. Tschüss. Ja, so schnell geht das, ne? Auf jeden Fall. Ich bin schon heiß hier Frittenfett. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auch hier direkt rein. Und ich schaue mal, wo ich auf jeden Fall hier diesen Trailer finde von Halloween. FC Bayern München, das wollen wir uns jetzt nicht verfolgen. Blumhouse offiziell. Ich gebe einfach mal hier in der Suchleiste ein Halloween Ends. Trailer, Deutsch. Boah, ich weiß nicht, ob man das gerade hören kann, aber es regnet hier gerade wie aus Eimern. So, 1:33. Wahnsinn. Das werden wir uns auf jeden Fall jetzt mal reinziehen, zusammen. Ich werde die Bildeinstellung machen auf 1080p. Ja, so, hier ganz kurz, Halloween Ends. Und ich würde sagen, wollte mal die Lautstärke kontrollieren, ne? Ich will ja was hören. Ah ja, jetzt ist es schon laut. Ich würde sagen, wir starten jetzt gleich. Auf jeden Fall, was ich noch kurz anmerken möchte, ist, und zwar in Halloween Kills war das ja so gewesen, dass wir, ja, Michael Myers und Laurie Strode ja nicht zusammen in einem Bild gesehen haben. Ja, Laurie hatte halt eben wirklich nur eine kurze Nebenrolle. Sie war ja kurz im Krankenhaus zu sehen. Das war für mich alles, ja. Nichtsdestotrotz hat mir der Film mega viel Spaß gemacht. Und jetzt bin ich schon echt mega gespannt auf ein Wiedersehen zwischen Michael und Laurie. Bei drei geht's los, okay? 1, 2, 3. Action. Und die Melodie schon, ne? Oh, der Trailer verspricht auf jeden Fall Spannung. Boah, ich hab jetzt schon Gänsehaut.
Hört ihr das Atmen? Da geht er die Treppe hoch. Er ist in einem Zimmer. Oh, Michael! Oh, die Tür geht auf. Nein! Boah, heftig! Diese. Boah, geil, ey. Boah, mega! Boah. Enden. Komm und hol mich, Motherfucker. Komm und hol mich, Motherfucker. Entschuldigung. Boah, heftig. Oh. Oh. Oh, meine Hand. Das hat selbst mir wehgetan. Bald im Kino. Ja, unglaublich. Ey, war das geil. Ja, Robert. Kenn ich nicht. Ein Robert Hoffmann. Ach doch, ich glaube, hab ich schon mal was davon gehört. Auf jeden Fall, wo bin ich denn hier gelandet? Da waren ja gerade mal nur eine Minute 20. Ja, egal. Ihr Lieben, das war auf jeden Fall dann der erste Trailer zu Halloween Ends. Boah, Wahnsinn. Habt ihr das gesehen? Mit was für einer Spannung dieser Trailer aufgebaut wurde? Ja, die Melodie ganz am Anfang, das Atmen, wie Michael da die Treppe hochgeht, ne? Und dann im Türspalt, ne? Er macht die Tür auf und da steht die Lori da mit einer Knarre. Ey, mega, boah. Boah, Wahnsinn. Auf jeden Fall, was wir halt eben hier gesehen haben in diesem Trailer ist, ja, dass es auf jeden Fall zu diesem berühmt-berüchtigten Endkampf kommt zwischen Lori und Michael. Viel mehr hat dieser Trailer auf jeden Fall jetzt auch nicht so preisgegeben. Man hat halt eben dann die Nichte von der Lori gesehen, beziehungsweise auch die, Tommy ist tot. Wie heißt denn die Freundin nochmal damals, die aus Halloween Kills mit, oh Gott, Leute, jetzt bin ich gerade so nervös, ne? Auf jeden Fall, ihr wisst ja, ich meine, die Frau, die halt eben fast 50 Jahre später richtig, richtig gut aussieht, ich komme auf den Namen nicht, Lindsay, ja genau, die Lindsay, die hat man auf jeden Fall kurz am Auto gesehen, ne? Aber mehr auch nicht. Und den Sheriff Frank, ja, Frank hieß der, ne? Ja, genau, Frank Cooper, ne, ist falsch. Egal, auf jeden Fall Frank Hawkins, richtig. Den hat man auf jeden Fall auch kurz gesehen. Der ist auf jeden Fall wieder mit von der Partie. Und ja, Leute, ich bin schon echt mega gespannt. Ich freue mich selber auf den Oktober. Am 14. Oktober geht es los, ja, in unseren Lichtspielhäusern, wenn Halloween Ends endlich anläuft. Ich gehe auf jeden Fall mit einem freudigen Auge ins Kino, aber auf jeden Fall auch mit einem traurigen. Ich bin ja ein großer Halloween-Fan, ich hoffe ihr auch, ja. Von Halloween kann man eigentlich nicht genug kriegen, ne? Wir haben auf jeden Fall jetzt zwei Teile zu Gesicht bekommen, Halloween 2018 sowie Halloween Kills. Und jetzt zum Abschluss der Trilogie, in Anführungszeichen, jetzt Halloween Ends im Oktober. Ja, ihr Lieben, das war's auf jeden Fall auch kurz und knackig. Ja, gerade mal 8,5 Minuten, ja sagen wir mal knapp 10 Minuten. Ein Video mit Diddy Monster Shape und dem ersten Trailer zu Halloween End. Ich hoffe, ihr seid auch geflecht, so wie ich. Und ich habe immer noch Gänsehaut. Unglaublich, ne? Boah, Leute, was freue ich mich. Ja, in diesem Sinne, ich würde sagen, wir machen das gleiche Video, wenn nochmal ein zweiter Trailer kommt, dann machen wir ein Part 2 Reaction Video zu Halloween Ends. In diesem Sinne, ich drücke da oben auf den Knopf, vorher trinke ich noch ganz schnell. Oh Gott, ganz schnell einen Schluck. Wünsche euch alles erdenklich Gute, wir hören und sehen uns in meinem nächsten Video, wenn es wieder heißt. Hallo Leute, seid gegrüßt, ich bin euer Diddy. Bis dahin, tut mir einen Gefallen, passt bitte gut auf euch auf und bleibt gesund. Tschüss. Sagt Diddy Morris the Shape.